Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu... Der geht doch vom Server, ich glaub's nicht. Zu Minecraft Tyrannis mit Pixel und Asi. Hi. Ja, ich hatte einen Anzeigenfehler. Mann. Wer hat denn einen Anzeigenfehler? Ja. So, wir waren ja auf jeden Fall hier stehen geblieben bei den Speed-Upgrades für unseren schönen Mechanismen-Mod und zwar für den Enriched Chamber. Beziehungsweise eigentlich können wir die Speed-Upgrades wirklich für alles gebrauchen. Aktuell. Deswegen schauen wir mal, wie viele wir davon machen können. Wir schmeißen hier nochmal einmal Redstone rein. Und nochmal 10 Iron. Lasst uns mal noch ein bisschen davon produzieren. Glas ist auch schon in Work in Progress. Steel auch. Also es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. Das ist sehr gut. So. Da ist wieder eins fertig. Steel ist auch erstmal durch. Aber bei Steel werden wir gar keine Pause einlegen, sondern direkt weitermachen mit den nächsten 10 Stück. So. Okay, die haben wir alle. Der verarbeitet uns hier schön. Da können wir hier nochmal ein bisschen Biofuel reinstopfen und dann flups. Habe ich hier schon mal ein bisschen Glas. Da ist auch noch Glas. Da ist Steel. Die zwei können wir noch mit reinschmeißen. Und dann können wir die ersten Upgrades bauen. Upgrades, Upgrades, Upgrades. 4 Stück, super. Ich überlege, 2 Stück schmeiße ich jetzt gleich mal hier rein. Okay. Die Upgrades müsst ihr oben rechts quasi in diese Leiste legen und dann tut er die quasi in die Maschine führen. Aber der zeigt nicht an, wie viel jetzt schon drin sind, ne? Doch, wenn du jetzt auf Speed drückst oben, dann sagt er dir 2 von 8. Ah ja. Und dann könntest du auch mit der Pfeiltaste nach unten wieder rausschmeißen. Okay, aber er verbraucht natürlich jetzt auch mehr Strom, ne? Ja. Klar, aber er ist natürlich auch schneller, ne? Das ist right. Dann schmeiß ich mal die anderen 2 auch noch rein. Du hast die vor dich geschmissen. Oh, das ist nicht drin. Ja, ich muss das sagen, ich wollte die da oben reinlegen, direkt in die Leiste, ne? Aber das ist natürlich falsch. Okay, hier haben wir noch ein paar fertig. Wo ist denn jetzt, Was denn? Wo ist mein Stil? Ich glaube, das hat Jochen schon rübergetragen. Nee. Ich hatte da Kohle reingeschmissen zum Verarbeiten und jetzt sind die aber 700. Verstehe nicht. Also Kohle habe ich gerade da reingeschüttet. Bei mir zeigt es gar nichts an. Ach, ich habe es falsch gemacht. Okay, hat sich erledigt. Wieso macht denn der nichts? Nee, die Kohle darfst du doch so auch nicht reinlegen. Du musst doch hier Iron reinlegen. Ach. Das Carbon ist ja die gepresste Kohle, die schon drin liegt. Und du musst da jetzt Eisen reinlegen. Genau, jetzt macht er auch. Hey, 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 hey. Nicht so tief stöhnen. Nicht so tief stöhnen. So, warte mal, was kommt jetzt hier raus? Ach ja, Enriched Iron. Stimmt, so rum war's. Genau. Gut, das ist fertig. Dann Speed Upgrades, Speed Upgrades. Da, 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 da. Ich hab, wie viel habe ich jetzt hier? 10, da kann ich nochmal 5 machen. Speed, warum geht's nicht? Was fehlt? Glas fehlt. Joko! Glas fehlt. Schlechter geht's wirklich nicht, ne? Dann werde ich auf jeden Fall in den Metallogic Infuser mal hier 3 Stück reinmachen und werde hier drüben in den die anderen 2 reinmachen. So, und dann geht es ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen schneller voran. Das ist doch schon mal was jetzt hier. So, da brutzeln wir noch was durch und das und das und das und dann ist da alles easy peasy damit squeezy. Wo ist denn eigentlich mein ganzes Ohr? Habe ich in der Tasche und wollte es gerade verbrennen. Ey, du bist klauen.
Ja, genau. Die paar Hanselohr. Was? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Okay. Was du gesagt hattest, was auf jeden Fall auch vom Vorteil wäre, ist, warte mal, wie sieht's im Cube aus? Alles gut. Also, Energie produzieren wir auf jeden Fall erstmal genügend. Ist das Upgrade für den Energy Cube. Ja. Weil die sind nicht so teuer. Wie heißt das? Cube einfach. Du hast den Basic und du würdest jetzt den Advanced herstellen. Advanced Energy Cube. Warte mal. Advanced Energy Cube. Ach so. Jetzt verstehe ich das natürlich. Also du benutzt den alten Cube und ummantelst den. Und der Strom geht nicht verloren, kann ich dir gleich sagen. Das ist ganz gut. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe den Basic. Jetzt wollen wir zu dem Advanced. Und da brauchen wir Enriched Alloy. Dann brauchen wir Osmium. Okay, da haben wir aber immer noch das Problem aktuell, warte mal, hast du von den Enriched, hast du von dem Osmium den Dust? Ich hab, das Dust ist hier in der gelben Kiste, 12 Stück. Okay, dann nehme ich mal die Hälfte und brutzel die mal durch, dass wir hier mal ein bisschen Osmium rauskriegen. Steel haben wir jetzt hier. Okay, den können wir wieder reinlegen, dann haben wir hier auch schon wieder 9 Steel. Und das Problem ist aktuell aber immer noch, ich habe noch kein Gold. Ach so, okay, ja, das ist blöd. Ich habe noch kein Gold. Ich schau mal ganz kurz. Ach, scheiße, wie hieß der Ofen? Energized Smelter. Genau. Für den braucht man kein Gold, das ist gut. Dann bauen wir uns erstmal den Ofen. Dann haben wir nämlich erstmal einen wunderschönen Ofen. Den wir schon mal nicht mehr mit Kohle betreiben müssen. Dazu brauchen wir 2 so eine Platten und... Okay. Die Platten gingen meines Erachtens auch mit... Ja, Redstone. 2 Stück. Okay, das geht jetzt schon mal bedeutend schneller, aber das ist echt nice. Wohl upgrade-technisch kann natürlich noch viel mehr rein, ne? Ohne Frage. Aber es ist auf jeden Fall schon mal schneller und das ist gut. Genau. Und es ist ja schon 3 von 8, also das ist ja schon mal was. Genau. So, Iron. Ich habe kein Iron mehr. What? Es ist ja eine Brutzelmaschine, hier im zweiten Ofen. Brauche aber 4, verdammt. Guck mal, Tino, da hat ein Engellein Gold fallen lassen. Ist das aus eurer Goldressource? Ja. Das ist ja so nett. Dam, da, dam, dam. Ja, bei euch klappt das natürlich nicht zu Hause, ne? Achso, das war ja auch total falsch, was ich hier gerade baue. Bei euch zu Hause klappt das natürlich nicht, aber ihr wisst ja, was ihr farmen müsst. Das ist halt, naja. Okay, wir haben mal drüber gesprochen. So, das kann raus. Warte, der kann in die Mitte. Das kann da rein. Und, bam, 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 bam. Und es funktioniert. Normales Glas soll da nicht gehen, oder wie? Wollt ihr mich verarschen oder was? Ernsthaft, normales Glas geht da nicht? Du hast doch auch gar kein Glas reingelegt. Du hast doch Enriched Alloy reingelegt. Ja, das war ein Test, nicht? Ach so. Ja, ich würde sehen, wie ihr alle draufschaut und verzweifelt. Und ich wusste die Antwort die ganze Zeit, aber hab sie euch nicht verraten. Ha, 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 ha. So, habe ich es euch gegeben, ihr Verrückten. Du bist ein Fuchs. Ich bin, ja, nicht nur roten Schwanz haben, ne? Fuchs musst du sein. So, auf jeden Fall wollten wir hier noch... Du kannst den hier oben draufsetzen, auf deinen Cube. Ah, ja, ja, kann ich machen. Ich kann aber auch erstmal noch, wisst ihr was? Kannst auch Kabel bauen. Ja, mache ich jetzt auch. Weil das geht mir echt auf den Kranz hier. So, warte, Kabel. Da sind sie doch.
Ich überlege gerade, aktuell reichen doch die normalen noch, oder? Na klar. Sag mal, was für ein Kranz? Frankfurter oder Kopenhagener? What? Vergiss es. Nee, sag mal. Beides Gebäck. Was für ein Gebäck? Frankfurter Kranz und Kopenhagener Kranz. Ja. Auch bei Gebäck bin ich nicht so wählerisch. Ah, ja. Oh, hier wird verarbeitet, was das Zeug hält. Aber irgendwie ist mein Stil schon wieder weg. In der letzten Ofen habe ich gerade 10 reingelegt. Ah, da hast du das gerade. Ah, siehst du? So, pass auf, dann machen wir das jetzt anders hier. Dann folgendes. Ich baue das hier ab. So, das baue ich ab. Das habe ich gesagt, ich baue das ab. So, das baue ich ab. Und den baue ich ab. Nein, fall nicht runter. So. Warte mal. Bau das hier auf. Das baue ich hier auf. So, fließt Strom. Den baue ich dort auf. Da fließt auch Strom. Und dann haben wir hier. Ups, 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 ups. So. Tada! Dann brauchen wir das hier nicht ganz so aufeinander quetschen. Genau, und wenn du sie richtig nebeneinander stellst, kannst du ja dann auch wieder wie bei dem anderen Mod die nebeneinander stellen, dass sie dann gegenseitig ineinander ausgeben. Also der. Das funktioniert? Ja, das funktioniert. Dann baue ich jetzt hier Seitenkonfig den Enrichment Chamber hin und hier den Energized Smelter. Genau. Und zieh. Guck mal, ich habe den Crusher hier. Habe ich jetzt gerade hier neben deinem Biogenerator gestellt und habe den Seitenoutput bei dem Crusher eingestellt und jetzt wirft er direkt rüber in den Generator. Achso, Output rechts, blau. Okay. Genau, und Eject on. Und das heißt, er gibt jetzt ab. Und von oben, im Moment hat er von oben Input eingestellt. Also wenn du von oben jetzt irgendwas kommen würdest, würde er es von oben bekommen. Aber das ist ja jetzt dran. Machen wir einfach mal aus, oder? Ja. Das ist nicht später mal für Verwirrung sorgt. Ach so, stimmt, ja. E-Check. E-Check on. Okay, nice. So, alles was er jetzt hier hat, müsst ihr jetzt hier rübergeben. Macht aber nicht. Muss er erst da Input einstellen. Ja, 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 ich weiß, wollte ich gerade als nächstes sagen. Input ist Dark Red. Und zack, er arbeitet. Er pfeift. Okay, very nice. So sweet, this guy. nichtsdestotrotz habe ich manchmal einen Bein am Klotz. einen Klotz am Bein. So, ich nehme mal die Kiste hier. Und stelle die mal hier drauf. Und stelle hoch mal. Und ich will dich jetzt nicht verwirren. Aber du kannst direkt deine Enrichment Chamber und deinen Smelter upgraden als Basic Smelting Factory und Enriching Factory. Da kannst du dann, da haben die mehr Slots. Das heißt, du kannst 2 oder 3 Sachen später gleichzeitig machen. Bis zum Blauen, also Elite, dann können sie 7 Sachen gleichzeitig braten. Okay. Sehr praktisch. Gut, machen wir das. Tun wir die upgraden. Smelter. Ah, der heißt dann nicht mehr Smelter, oder? Der heißt dann, also der heißt Basic Smelting Factory. Und der, was haben wir hier? Die Enrichment Chamber, die heißt Basic Enriching Factory. Also Basic, okay, dann brauche ich die Control. Oh, ist das super easy. Ja, eben. Das lohnt sich. Also es ist wirklich schnell gemacht, wenn du einmal die Sachen, die Grundstoffe hast. Okay. Hey Jana! Gehen wir's an! crazy! Er ist ein Pferd. Da hätte ich gemacht. Das war schon ähnlich. Was war das? Das war eine Ziege oder ein Schaf? Das ist eine Ziege. Ja, ein Schafbock. Was? Ja.
Okay, das ist richtig cool hier gerade, was hier abgeht, finde ich. Weil... Aha! Hahaha! Moment! Oh, du hast Gold! Ja, ich sehe es gerade. Theoretisch. Haben wir Leitungen? Haben wir Ja, habe ich. Pipes mit Item, Transportpipes oder sowas? Ja. Haben die eine Blacklist? Nein. Eine Whitelist? Nein. Gar keine List? Ja. Was wir machen könnten, ich hätte eine Idee. Ich könnte dir eine kleine Einführung in Applied Energy... Ach, Applied Energy 6. Wie heißt? Red. Nee, eben das andere. Ach so. Relocation. Redefined Relocation. Pass auf. Könnte ich dir geben. Mache ich hier Basic Dingsbums, tralala, und dann machen wir das direkt. Hervorragend. Okay, super. Dann nehme ich den erstmal raus hier, mach den mal kaputt, weil den brauche ich eben kurz. Habt ihr gerade geknutscht, ihr zwei? Oh, ihr seid so süß. Oh, so süß. Komm, ich knuddel mit. Free hugs for all. So, sehr schön. Ja, wenn man mich kennt oder so, dann mit mir, dann das, ich bin manchmal einfach komisch im Kopf. Das ist halt einfach so. Manchmal ist gut. Tut mir ja leid. So, aber ist ja, den einen amüsiert es ja vielleicht auch ab und zu. So, wir haben jetzt hier drei, ah ja, super, Purple Dark, okay. Genau, das ist doch schon super, oder nicht? Da kann jetzt schon drei, ne? Ja. Und du könntest, wenn du hier, wenn du, bist du gerade im Menü von dem Ding? Warte. Wenn du da jetzt. Auf der Seite, wenn du das S da drückst, auf der linken Seite. Weil er ist ja jetzt langsam, er hat ja jetzt nur einen Slot mit Gold belegt. Wenn du das S andrückst, dass es auf On steht, dann würde er den Golddust auf alle drei Slots verteilen und dann ist er natürlich schneller. Jetzt muss ich ganz... Ach so, Autosort ist das bei mir, das kennt ihr. Ja. Okay, alles klar. Ach so, ja, super. Ja. Wie geil ist das denn bitte? Und das kann ich natürlich jetzt mit dem Enrichment Chamber noch machen, ne? Genau. Der heißt dann Chamber... Der heißt... Basic Enriching Factory. Enriching. Okay, nice. Ja, selbes Prinzip. Genau. Oh, das genau. Ist, boah, alter Schwede, ey, da krieg ich das gleich das hier. Macht schon ein bisschen Spaß, gell? Der Mod ist super. Der ist echt super. Pass auf, mach mal so in die goldene Kiste da oben. Schmeiß mal alle Ingots rein, ja? Ingots, ja. Und den ganzen Quark halt eben, ne? So, warte mal, ich schmeiß mal hier das Osmium noch fix rein. Und das tue ich mal durchbraten. Bisschen was brauche ich. Achso, nee, Quark, den brate ich nicht durch, den Dust. Den hebe ich mir mal noch auf, 10 Stück. Und den Rest kann er durchbraten wegen mir. Genau. So, haben wir unten mal noch 16 Osmium. Okay, super. Das habe ich. Okay, die zwei hat er bestimmt auch schon fertig, genau. Dann Moment. Ich will die. Ja. Ah, das ist echt toll. Also das ist mal so komplett mal ein schönes Gegenteil zu einfach so Pulverizer, ne? Und Electric Furnace und so ein Zeug. Das ist wirklich einfach mal was anderes, mit dem man arbeiten kann. Und das ist ein super Mod, also mir gefällt er extrem gut. Das ganze Prinzip gefällt mir sehr gut. Ja, ich war direkt begeistert. Auch wie es einfach umgesetzt ist, ne? Nicht so 0815. Ja. Okay, den habe ich. Dann einmal in die Mitte, zap, zap, Redstone, zap, 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 zap. Und ein bisschen Iron. Und dann haben wir direkt schon den besseren. Okay, super. Stellen wir den. Das machen wieder alles aus hier. Aus. Aus. Und. Output blau. Checked on. Und ab geht der Feder. Aber die sehen gleich aus jetzt. Ja. Also die Maschinen sehen dann alle gleich aus. Ach so? Okay, ja. Krass.
jetzt geht's richtig voran hier, ne? Ich will auch mal was reinschmeißen. Warte mal, ich schmeiß da mal jetzt hier das Iron rein, weil das brauchen wir auf jeden Fall. So, dann machen wir das on. Guckt euch das an. Vor allem, wie krass das dann mal abgehen wird, ne? Ja. Wenn du dann die Elite-Stufe hast und dann alle Upgrades drin hast, das geht so richtig. Wie? Na, so ganz schnell halt. So ganz schnell. Okay, nice. Was ich aber brauchen werde, ist jetzt mal ganz kurz, und zwar, Moment, ein bisschen Kohle. Ich möchte mal hier so ein bisschen Compressed Kohle machen. Ich weiß nicht, wo die dann hingeht, wenn ich ehrlich bin. Die bleibt da erstmal drin liegen. Die bleibt da liegen, die kann er nicht weiterziehen. Okay, das ist gut. Schmeiße ich mir mal direkt hier rein. 4 Stück. Blups, blups, blups. Dann mal 20 Iron rein. Und damit wir wieder gleich ein bisschen die Steelproduktion auch am Laufen halten. So, okay, super, passt. Mega! Nismen. Gut, die Öfen brauchen wir in dem Sinne dann auch nicht mehr. Das hat sich auch erledigt, obwohl, wir können sie mal stehen lassen. Vielleicht so ein bisschen für Sand und so durchbrannen. So, was wollten wir jetzt machen? So, du wolltest jetzt ein System bauen, mit dem du Sachen von A nach B transportieren kannst und einsortieren in bestimmte. Ja. Okay, das machen wir erstmal. Okay. Genau. Energie reicht erstmal alles aus. Das ist alles easy peasy, lemon squeezy und ja, genau. Deswegen ist erstmal alles gut. Brauchen wir das Ding auch erstmal nicht upgraden. Oh, Energie reicht nicht mehr aus. Nee, der hier vorne kriegt keinen Strom. Welcher ist der hier vorne? Zu viel. Die hier, die Enrichment Chamber da. Oh, also ja. Der macht den ersten vorne, der aber guck, der ist immer leer. Ja. Dann ganz schnell nur noch die Energie-Upgrades rein. Ich glaube, weil der Cube ist ja voll. Also, naja, nicht nee, ganz. Nee, nee, da entleert sich langsam. Ja, stimmt, ich seh's. Oder er hat nicht genug Output. Kann das sein? Nee. Dass er nicht, dass die Kabel vielleicht doch nicht mehr reichen. Das ist nur Basic, das reicht nicht. Die Kabel also reichen nicht. Also dann einmal mehr. Mal die Kabel direkt einmal upgraden. Advanced, okay, dann brauche ich ein Enriched Alloy, das habe ich, dann brauche ich nur die Kabel. Genau. Oh, oh. Huch. Fensterloch. Oh nein. Wo ist er hin? Hast du ihn eingesammelt? Ich habe 2 in der Tasche. Ah, das ist cool. Hui. So, okay. Das war Erde. Achso, diesen Maschinendings hast du nicht? Nö. Ich suche ihn mal. Okay. Ah ja, der liegt hier unten. So, das. Und hier einmal upgraden. Nice. Ja, liebe Jana, der Hermanus, der ist doch fast blind im Wasser. Der ist sozusagen wasserblind. So. Das haben wir das letzte Mal. Ist aber wirklich so. Ist ja ein schön tief, da säuft man ja fast. Jetzt ist die Frage, hat er trotzdem. Ups. Hat er genug Output, ist die Frage, finde ich. Naja, das geht. Warte mal. Naja, doch nicht. Und immer noch hinterher. Also den Cube musst du doch nochmal upgraden, denke ich. Ja, wir müssen den Cube upgraden, das nützt nichts. Ja. Ach, kacka. Okay, nützt nichts, Cube upgrade. Cube. So, dann brauchen wir den. Ach du Scheißendreck. Brauche ich 6 Gold. Enriched, das habe ich. Die habe ich auch. Okay, so viel ist es doch nicht. 2 davon. 6 Gold. Die Hammer, haben wir gesagt. Den Redstone haben wir auch. Okay. Blups. Blups. Zack, 1, 2. Osmium 2, okay. Na, wo ist es? Da. Warte. Zap, 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 zap. Okay,
Cube geupgradet. Jetzt. Bumm. Ist die Suppe wieder voll. Nice, oder? Sehr gut. Ja, jetzt läuft alles. Okay. Ja, und das läuft auch leer hier. Nee, wobei es hält sich die Waage. Ja. So ein bisschen so lala, ne? Naja, es wird langsam voll. Nee, nee, kein Solar, Wind. Dann warte. Schenkelklopfer. Olle Katze. So, auf jeden Fall. gut, ja, wo waren wir? Achso, ja, komm, leg los. Nee, warte, heben uns für den nächsten Part auf. Genau. In diesem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Dort gibt es die Einweisung von den lieben Pixel in die ersten Basics, was das Lagersystem betrifft. Da können wir hier so ein bisschen schon was aufbauen. Grundgerüst haben wir stehen. Wir haben eine Rohstoffproduktion automatisch. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wir haben die Weiterverarbeitung auch schon halbwegs automatisch. Zwar jetzt hier noch mit relativ Anfangsstuff, aber das ist okay. Es funktioniert, es läuft und es geht auch ja, gut voran, also von der Geschwindigkeit. Passt. In diesem Sinne sind wir erstmal raus und ihr lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und etwas wollte ich noch sagen. Und zwar, wenn ihr euch das Modpack downloaden wollt, dann einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken. Dort findet ihr nämlich die Homepage und da kommt ihr direkt zum Modpack. Da steht alles beschrieben, wie ihr an das Modpack rankommt und so weiter. Ihr könnt es nämlich auch spielen bei euch zu Hause privat. Und ja, lasst das Däumchen da. Schaut in die Videobeschreibung. Dort ist der liebe Pixel und der Hasi verlinkt. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.